zusammen. Ich bin's, Nicole von Stempapier Live. Ja, ich bin voll in der Weihnachtsproduktion. Also unter anderem gehe ich ja auch auf Weihnachtsmärkte. Und mir geht es ja nicht anders. Ich suche immer die berühmte Kleinigkeit für die Kollegen oder für eine Freundin. Und ja, in diesem Jahr habe ich mir eine kleine Box überlegt. Und zwar ist das so eine dreigeteilte Box mit einem großen Teelicht, mit den passend dekorierten Streichhölzern und eine Süßigkeit. Ja, das Teelicht, ich vermute, ich werde das noch ein bisschen aufhübschen. Das kann man auch bestempeln. Und wenn ich das schaffe, dann mache ich euch noch ein Video dazu. Ja, es ist so eine Matchbox. Und ja, hier jetzt habe ich es jetzt mal mit roten Strasssteinchen und hier klassisch in weiß. Und wie ich so eine Box gemacht habe, das zeige ich euch. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Grundkörper an. Für die Schachtel braucht ihr ein Stück. Ich habe hierher genommen Savanne in 20,5 mal 11,5 cm. Und das legen wir uns in unser Schneidbrett und falzen rundherum bei 2,7 cm. Und jetzt geht es klassisch weiter wie bei jeder Box. Bloß einzige, was ich hier mache, ich schneide an der schmalen Seite ein und gehe auch nicht so im Windrad, wie ich das normalerweise mache, sondern ich bleibe hier wirklich so auf einer Seite. Schneide mir unten die Laschen ein bis zur ersten Falz und schräg mir gleich die Klebelaschen ein bisschen ab. Und hier auch. Dann können wir schon einmal die ganzen Falzlinien nachgehen. Und können dann unsere Box schon zukleben. Ich fange auf einer Seite an. Und klebt das schön Kante auf Kante. Und hier bei der Seite auch. Und dann ist unsere Box schon fertig. Jetzt machen wir gleich die Banderole. Dafür braucht ihr ein Stück Flüsterweiß. Das hat ein Maß von 14,85, also ein halbes DIN A4 Maß, mal 18,8. Das legen wir auch wieder in den Papierschneider mit der langen Seite. Legen wir das an und falzen bei einem Zentimeter. Upsi, ist hier mein Tisch zu klein. Erstmal so einen Zentimeter, dann bei 3,8. Bei 9,9. Und bei 12,7. Falzen.
Und hier auf die schmale Klebelasche bringe ich mir doppelseitiges Klebeband auf. Und baue mir gleich auch die Box zusammen. Kleber. So. So. Gucken wir gleich, ob es auch passt. Sieht gut aus. Also es soll schon ein bisschen fest sitzen, aber eben auch nicht rausrutschen. So, so viel dazu. Jetzt kümmern wir uns um das Innenleben. Und zwar, ich hole es nochmal her, dass ihr es besser sehen könnt, habe ich mir das ja so unterteilt, dass das nicht alles wild umherrutscht. Und dafür braucht er ebenfalls wieder ein Stück Flüsterweiß in 24,5 x 5,8. Und das legt ihr euch auch ins Falzbrett und falzt bei 4. Bei 6,5. Bei 9. Bei 15. Na. 17,5 und bei 20. Und da habt ihr jetzt immer drei Falzliegen nebeneinander und die mittlerste faltet ihr euch nach oben und die beiden anderen nach unten, dass dann sowas entsteht. Also die mittlere nach oben und die beiden anderen nach unten. So sieht das dann aus. Die Dreiecke hier, die kleben wir uns jetzt zusammen. Bringen wir gleich überall Kleber auf und kleben mir die zusammen. Und das sollte dann jetzt hier auch reinpassen. Macht's auch. Und das Ganze klebe ich mir auch gleich so ein bisschen fest. So. Das Teelicht kann schon rein. Also das passt. Jetzt kümmern wir uns um die Streichholzschachteln. Und zwar sind das ja meistens so wunderschön hässliche Boxen. Und ich habe mir einfach die Streichhölzer rausgenommen und habe mir diese Reibeflächen abgeschnitten. Das habe ich schon vorbereitet. Sieht dann so aus. Und ich hätte meine Box eben ganz gern in schön. Ich habe sie hier dann passend zu dem Set einmal bestempelt. Und zwar braucht ihr dafür, ich muss das mal hier wegräumen, ein Stück Flüsterweiß oder was ihr eben mögt. Also Designerpapier würde ich hier jetzt nicht nehmen, weil es muss da schon ein bisschen stabil sein. Mit einem Maß von 5,3 x 11. Und das falzen wir auch wieder bei 1 cm, bei 2,5 cm, 6,1 und 7,6. Das kommt halt auch immer so ein bisschen auf euer Streichholzschachtel an. Also ich habe jetzt hier die von Gut und Günstig aus Edeka. Also ich weiß ja nicht, ob das ein Standardmaß ist bei den Streichholzschachteln. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, obwohl es in Deutschland
sehr wahrscheinlich wäre. Und bevor ich das jetzt klebe, bestempel ich mir das noch. Und zwar habe ich mir einfach so ein Bäumchen mit Schmierpapier von dem Satz Tannen und Karos einmal in die Mitte aufgestempelt. Und dann habe ich das wieder mit doppelseitigem Klebeband zugemacht. Ich glaube, ich lege es um die Schachtel. Nur um sicher zu gehen, dass es auch richtig sitzt. Und dass ich am Schluss hier zu stramm bin. So passt es. Solltet ihr hier jetzt wie ich nicht so ganz sauber gearbeitet haben. Wo ist denn meine Schere jetzt hin? Hallo Schere. Unglaublich. Ich blind. Da ist er. Herrje. So wie ich. Und dann schneidet er einfach so ein kleines Stückchen noch weg. So. Passt das schön. Und die Reibeflächen zum Anzünden des Streichholz, die habe ich mir einfach mit Tombow auf die Seite geklebt. Das ist dann, könnt ihr dann auch wieder machen, wie ihr wollt. Nur eins oder beide. Ich habe sie beide aufgeklebt. Ich habe sie ja auch. Was soll ich damit sonst? Und dann ist die Streichholzschachtel schon fertig. Die kann dann schon hier rein. Und die Banderole, die machen wir uns noch ein bisschen schön vorbereitet. Und zwar braucht ihr ein Stück in Schwarz. Das hat ein Maß von 14,8 x 5,8. Einen grünen Aufleger in 14,5 x 5,5. Und ein Stück Flüsterweiß in 14 x 5. Das Grün und das Schwarz, das kann ich schon aufkleben. Und das kann ich auch schon auf die Schachtel kleben. Also ich mache das, wenn die Schachtel nicht reingeschoben ist, sondern so, weil ich dann ein bisschen besser schieben kann. Und ich kann flach hinlegen zum Andrücken. Dann geht das leichter. Dann sieht das Ganze so aus. Machen. So. Und das Stück Flüsterweiß, das habe ich einmal bestempelt. Und zwar habe ich einmal den Baum von eben. So in den oberen Bereich gestempelt. Und dann habe ich mir aus dem Set Weihnachtsmix, also das ist ein ganzes Set nur mit weihnachtlichen Sprüchen. Weihnachtspost, das ist schön. Oder oh du Leckere, erfüll dir einen Wunsch. Oder erst zur Bescherung öffnen. Und ich habe den hier genommen. Frohe Weihnachten und viel Glück im neuen Jahr. Und den habe ich mir einfach in Wildleder in den unteren Bereich gestempelt
So. Und dann habe ich mir ein Stück Farbkarton genommen und habe mir den zweiten Balm aus diesem Set mit der Farbe in Farbe einmal aufgestempelt und mit der passenden Handstanze einmal ausgestanzt. Und mit Dimensionals klebe ich das jetzt gleich auf. Aber vorher klebe ich noch den Aufleger auf. Auch wieder schön vermitteln. Und dann einfach so ein bisschen versetzt das Bäumchen drauf. Ich hole euch mal das noch mal als Muster dazu. Und weil es jetzt so ein bisschen nackert wäre, habe ich mir noch von der gestreiften Kordel hergenommen und habe mir einfach ein Schleifchen gebunden. Und das habe ich mir wieder wie immer mit einem Klebeband aufgeklebt. Das kürze ich noch. Und weil es schöner aussieht, was weil ja alles Glitzer braucht, kleben wir uns dann auch noch ein paar Glitzersteinchen auf. Und fertig ist ein kleines Mitbringsel oder ein kleines Goodie. Für Arbeitskollegen, Freunde oder einfach nur für Leute, denen man gerne mal eine Kleinigkeit zukommen lassen will. Hier gehören jetzt natürlich noch die Kugeln rein, um das Ganze perfekt zu machen. So sieht das Innenleben aus. Ja, jetzt hoffe ich, meine Idee gefällt euch. Vielleicht bastelt ihr sie ja mal nach. Das kann man ja auch in der Größe variieren. Ja, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss! We're gonna love, live and share it today.